Der Syrup Kameragurt in schwarz, 1 Meter. Das ist ja super Bummer. Aber dafür sind ja die Ringe jetzt da. Meinst du? Natürlich. Wie natürlich? Du sagst natürlich, als wärst du das Leichteste von der Welt. Hab ich recht? Hast du vollkommen recht. Sag, dass ich recht habe. Das ist, ja. Sag es in die Kamera. Ja, du hast recht. Jetzt kann es losgehen. Wir sind nämlich eigentlich hier im Frieden, um ein paar analoge Fotos zu schießen. Und ich würde sagen, wir gehen mal in Richtung Wasser und schauen, ob wir da ein paar schöne Motive finden. Warum ich mich für das Sigma entschieden habe, auf dieser analogen Kamera, ist, dass dadurch, dass es halt analog ist und noch mit Film funktioniert, ist es im Prinzip Vollformat. Also Vollformat kommt ja da ja vom Kleinbild negativ. 35x24 mm ist ja die Größe des Negativs und das ist dann bei Vollformatkameras auch ungefähr die Größe des Sensors. Das Interessante aber an dem Sigma ist, du hast nicht zufällig ein Brillenputztuch dabei? Nee, oder Mikrofon? Nee, nicht. Naja. Aber mit den Handschuhen, ich würde es eher mit Jersey machen als mit. Wie soll ich denn jetzt nach New Jersey kommen? Also eigentlich super schlechte Idee. So sieht das schon mal besser aus. Dieses Objektiv ist eigentlich gedacht für Crop-Sensor-Kameras, also APS-C-Größe. Das heißt, 18 mm sind eigentlich sowas wie 24 mm auf dem Vollformat umgerechnet. Ich habe jetzt aber hier Kleinbild negativ, also Vollformat und 18 mm. Und das heißt, ich habe ein super weites Bild, aber. Ich habe auch heftige Vignettierung, also schwarze Ränder an den äußeren Bildrändern, weil der Bildkreis natürlich nur... Also der Bildkreis hier deckt nicht ganz den Vollformat oder das Kleinbild ab. Deshalb hat man an den Rändern schwarze Ränder. Ich dachte mir aber, das wäre halt einfach interessant, mal ein APS-C-Objektiv an einem Vollformat oder an einem analogen Vollformat, an einer analogen Kleinbildkamera auszuprobieren. Naja, jetzt geht's auf Motivsuche. Oh. Ein wunderschöner Sonnenuntergang. Wollen wir da links und dann rechts? Die Sonne chasen. Ach, guck mal an. Hier war einer und hat gesprayt. Okay, also in dieser Konfiguration ist es ein bisschen umständlich mit dem Kameragurt, aber ich glaube, das ist ein klassischer Benutzerfehler. Ja, wir haben es geschafft. Wir hätten einfach von vornherein diesen Weg gehen sollen. Ein kleiner Trick dann, nämlich immer kurz bevor man das Foto macht, nochmal tief Luft holen, ausatmen und wenn alle Luft raus ist, dann durchdrücken, damit es möglichst on point, tech sharp, wackelfrei. Es wird übrigens einen zweiten Teil geben, wo wir euch zeigen, wie wir die Bilder aus dieser Session digitalisieren. Und zwar mache ich das nicht auf die Art und Weise, wie ihr schon kennt. Dann wollen wir mal. So? Ja, genau. Geblieben. Oh nein. In der Hose. Oh, das ist ja geil. Also, der Film ist voll. Zeit zu wechseln. Gott sei Dank habe ich genug dabei. Und zwar den guten Kodak Gold. Doch wie wechsle ich eigentlich einen Film? Nun. Bei dieser Canon ist es so, dass wenn man den Film vorgeknipst hat, der Film schon komplett zurückgespult ist. Das heißt, man muss einfach nur aufmachen, rausnehmen. Oh fuck! Ich habe zugemacht, bevor ein neuer Film drin war. Ach, hier hat er sich versteckt. Also. Bis zur orangenen Markierung. Auf grün und dann, das ist das Schöne an dieser EOS 500N. So, er hat quasi den Film einmal komplett durchgezogen und wir fotografieren es quasi rückwärts, vom Ende des Films bis zum Anfang. Das heißt, am Anfang zieht sich der Transport automatisch den Film rein und am Ende müssen wir einfach nur den fertigen Film rausholen. Und weiter geht's. In welche Richtung wollen wir jetzt gehen? Wieder zurück, weil es wird langsam echt dunkel. Wollen wir noch ein paar Fotos dafür? Willst du ein bisschen posen, Alina? Wollt ihr mal sehen? Ja, das ist das Doofe an analog. Du kannst auch richtig drehen, ja. Hallo! Es ist jetzt schon ziemlich dunkel geworden, wir machen es jetzt auf nach Hause. Was ich noch sagen möchte, wenn ihr solche Lost Places betretet und findet, dann achtet darauf, also respektiert diese Orte, macht nichts kaputt, versucht höflich und Gast, also ihr seid nur Gast dort, das will ich damit sagen.